Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum Heilpflanzen A bis Z. Heute ist der Buchstabe C dran und da habe ich mal auf meinen lateinischen Wortschatz zurückgegriffen. Heute geht es um Corylus avellana, die gemeine Hasel oder auch der Haselnussstrauch. Diese Pflanze hat unglaublich viele Bezüge zum Thema Gesundheit und Heilen, aber auch viele Sagen, Mythen und Legenden finden sich zur Haselnuss. Die Haselnuss ist dabei keineswegs nur wegen ihrer Früchte interessant, sondern viele ihrer Pflanzenteile können wir für Heilzwecke nutzen. Die Hasel ist seit jeher ein Symbol für Fruchtbarkeit, auch für Frühling, für Glück und auch für Wunscherfüllung. Vielleicht erinnert ihr euch an die sogenannten Wünschelroutengänger. Das sind meistens Haselnussrouten, mit denen da die Menschen ja Energieströme oder Wasseradern im Erdinneren ja besser aufspüren können. Der Haselnussstrauch kommt auch in vielen Zusammenhängen als Fruchtbarkeitssymbol in vielen Sagen und Legenden vor. Es gibt aber auch eine Bauernregel, die besagt, dass wenn es im Herbst viele Haselnüsse gibt, im nächsten Jahr besonders viele Kinder geboren werden. Ja, heutzutage steuern das Verhütungsmittel, dass wir diesen Effekt vielleicht auch nicht bemerken. Tatsächlich finden sich auch einige Nachweise, dass schon die Kräuterleute im Mittelalter und sicherlich auch weit davor ja, die Haselnüsse oder auch Teile der Hasel als Potenzmittel und Fruchtbarkeitsmittel eingesetzt haben. Die Hasel hat zu vielen Zeiten und in ganz unterschiedlichen Kulturen unterschiedliche Bedeutungen. So hatten die Kelten zum Beispiel geglaubt, dass die Haselnüsse Weisheit und Inspiration verleihen. Im alten Rom hingegen galt die Haselnuss als Symbol von Diplomatie und Frieden. Auch als Grabbeigabe oder Symbolik in Verbindung mit den Toten spielt die Hasel in ganz unterschiedlichen Kulturen eine Rolle. Zum Teil hat man auch Haselzweige gefunden als Grabbeigabe oder auch Haselnüsse, die den Verstorbenen beispielsweise ja, in den Mund getan wurden. Eine Legende um die Haselnuss ragt sich auch um Paracelsus, der ja in Verbindung mit Heilen und Gesundheit bekannt sein könnte, und den sogenannten Haselwurm. Das ist ein ganz seltsames, schlangenförmiges Wesen, das unter alten Haselnusssträuchern wohnt. Und Paracelsus hat eines davon entdeckt. Und es heißt, wer Teile dieses Wesen isst, also das Fleisch zu sich nimmt, dass diesem ganz besondere Kräfte zuteil kommen. Derjenige wird Macht über die Geister haben, er kann sich unsichtbar machen und er wird die verborgenen Heilkräfte aller Kräuter kennen. Zur Hasel gibt es noch viele weitere Sagen und Legenden. So soll sie zum Beispiel Schutz bieten, ja, vor starken Gewittern oder Blitzeinschlag. Sie soll vor Hexerei schützen und auch vor Krankheiten. So ähnlich wie auch der Holunderstrauch wird die Hasel bei unseren Vorfahren wie auch heute gerne so in die Nähe ja, des eigenen Hauses gepflanzt. Die Energien der Haselnuss gelten als reinigend für Körper und auch den Geist und die Seele. Die Hasel schenkt uns Leichtigkeit und weil sie so früh erblüht und so robust ist, gilt sie auch als Symbol ja, für Leben und Erneuerung. Natürlich sind allen die Haselnüsse bekannt als sehr gesunde Nahrung mit vielen Vitaminen, Mineralstoffen und guten Eiweißen. Was viele aber nicht wissen, ist, dass auch die ganz jungen Blätter der Hasel gegessen werden können, im Salat oder auch gemeinsam mit anderen Wildkräutern als ja, Gemüsepfanne, Wildgemüsepfanne, die kann man so ähnlich zubereiten wie auch Spinat. Selbst die Blütenstände der Hasel, die kann man sammeln und trocknen und zum Beispiel zum Strecken von Mehl verwenden. Die Haselnüsse sind übrigens nicht nur zum Essen gut, sondern man kann sogar einen Brei aus denen herstellen oder die zerreiben, wenn man Wunden hat, besonders solche, die schlecht heilen, stark entzündet sind, die eitern. Da kann ein Haselnussbrei hilfreich sein. Man kann aber auch verschiedene Teile der Hasel zu einem Tee zubereiten und je nachdem, welche Teile der Hasel man nutzt, kann man damit unterschiedliche Wirkungen erzielen. Die Blätter der Hasel kann man frisch oder getrocknet auch als Tee benutzen. Dieser wirkt dann blutreinigend, blutstillend und er wird auch angewandt bei Darmproblemen und bei Husten. Wenn man im Frühling Haselnusssträucher verschneiden sollte, kann man sich von den abgeschnittenen Zweigen und Ästen auch mal die Rinde abschälen. Die kann man trocknen und auch als Teekraut benutzen.
Die wirkt dann fiebersenkend und fördert auch die Blutgerinnung. Also wenn es irgendwie Wunden gibt, die heilen sollen, kann man einen Haseltee aus der Rinde zubereiten. Diesen Tee kann man aber auch benutzen, wenn er abgekühlt ist oder noch lauwarm ist, um da zum Beispiel Kompressen reinzutupfen. Und das kann helfen, äußerlich angewandt, bei Akne, auch bei Hautekzemen und bei Geschwüren. Und selbst die Blütenkätzchen der Haselnuss können wir nutzen im ganz zeitigen Frühjahr. Wenn die Allergiker dann große Probleme bekommen mit der Haselnuss, kann man sich auch die Blütenkätzchen der Hasel einfach sammeln und frisch oder getrocknet ebenfalls als Tee anwenden. Die Blütenkätzchen der Hasel wirken als Tee eingenommen schweißfördernd, schweißtreibend. Sie regen den Stoffwechsel an und sie entschlacken auch. Also die eignen sich auch durchaus für eine Frühjahrskur. Die Pflanzenteile der Hasel sollte man etwas länger ziehen lassen als andere Kräutertees. Da empfehlen sich durchaus so im Schnitt 12 Minuten. Aus den Haselnüssen kann außerdem das Haselnussöl gewonnen werden. Das ist nicht nur gesund in der Ernährung, sondern kann auch für Hautpflegeprodukte eingesetzt werden. Besonders bei trockener und sehr empfindlicher Haut ist Haselnussöl empfohlen und es wird auch eingesetzt zum Beispiel gegen Schwangerschaftsstreifen und auch um Falten entgegenzuwirken. Hier und da habe ich jetzt auch gelesen, dass das Laub von der Hasel als Tierfutter genutzt wird. Die gemeine Hasel, der Haselnussstrauch. Ja, umso mehr man hier recherchiert, umso mehr wird klar, das ist ein Riesenfeld. Hier könnte man eine ganz eigene Reihe draus machen. Ich habe euch heute mitgenommen auf eine kurze Stippvisite, auf ein paar interessante Informationen, wie wir die Hasel nutzen können und welche Geschichten und Bedeutung sich um diese Pflanze noch so ragen. Ich hoffe, ihr habt Lust auf mehr. Und dann kommt der vierte Teil mit dem D. Ich hoffe, ihr freut euch drauf. Bis dahin wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und bis bald, ihr Lieben. Tschüss!